Raphael. Raphael, wach auf. Wach auf. Die Abendnachrichten, die nehmen wir mit. Peter. Meine Damen und Herren, the evening news. In 14 Tagen ist es soweit, meine Damen und Herren. Unsere Währung wird umgestellt. Wir verabschieden uns vom Euro. Alle Bank- und Wechselstuben sind auf den Ansturm vorbereitet. Der Euro wird vom amerikanischen Dollar abgelöst. In nun 20 Jahren haben wir uns an den Euro gewöhnt und nehmen nur schwer Abschied von einer Währung, die Europa zusammengeschweißt hat. Der Anschluss Amerikas ist vollzogen. Mit der Währungsumstellung treten auch ab sofort die amerikanischen Gesetze in Kraft. Die Einführung der Todesstrafe und viele andere demokratische Rechte werden Austria America in die einzig wahre und humane Demokratie und Lebensart führen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the American Anthem, die amerikanische Hymne. Geh mal schlafen. Wir müssen morgen früh raus. Wenn die Länder man nummeriert und nach Größe klassifiziert, dann hat sicherlich Mainz nicht die Rangnummer 1, weil es heute mehr hinten rangiert. Doch die Größe macht's ja nicht bloß, man kann klein sein und trotzdem noch groß. Was die Landkarten zeigt, ist einerlei, wir stehen doch in allererster Reihe, denn erst kommt Österreich und dann kommt lang nichts. Für mich ist Österreich das Schönste auf der Welt. Ich bleib fest dabei, denn uns macht bang nichts. Wir brauchen nur ein schönes Wetter und ein Geld. Gehen's Herr Nachbar, lassen's mich in Ruhe. Ich erinnere gar nicht zu. Denn erst kommt Österreich und dann kommt lang nichts. Und jetzt ist Schluss, weil ich mich sonst noch ärgern muss. Die österreichische Regierung ist wenig kooperativ, meine Damen und Herren. Der Wiener scheint nicht bereit, ehrlich vor die Kamera zu treten und zu reden. Die amerikanische Administration hat sich sogar dagegen verwehrt, dass im Dialekt gesprochen wird. Der Mensch ist gläsern geworden, zum Schweigen verurteilt. Da die Amerikaner die Wiener schlecht verstehen, haben sie das Sprechen im Dialekt sogar bei Androhung von Gefängnisstrafe verboten. Excuse me, sir. Ja? Do you have a permission to shoot here? Shoot? Wir haben keine Waffen. A permission to make films? I don't think so. Would you please leave the building? Okay, yeah. Thank you for your cooperation. Leave the building. Okay, okay, okay. Wie wir für Sie herausgefunden haben, meine Damen und Herren, scheint es noch einige konspirative Gruppen zu geben, die sich in Kellerlokalen oder heimlich in den Wäldern draußen vor Wien treffen und obszöne Widerlieder singen, wo schon auch manchmal ein, wo habe ich den Zettel, ein Am Ohr schlägst mi oder ein Gescheißen oder Kusch geflüstert wird. Tja, Amerika ist in Österreich, überall ist Amerika und wer opponiert, ist ein Feind. Meine Damen und Herren, das freie deutsche Fernsehen wird nicht müde, für Sie die Wahrheit herauszufinden. Wir geben nicht auf. Und auch wenn man uns mit Gefängnisstrafe droht. Scheiße, mach dir Angst, ja? Du sollst einfach runtergehen. Teil. Hattet ihr da filmen? Ja. Ach so? Ja. Ja, wie der Heide noch geklebt hat, ne? Da hättet ihr können filmen. Da hättet ihr zeigen können, wie schön das Österreich ist, ne? Mit den Blärm und Blieren. Ja. Wie gut, dass der Wiener im Herzen drin ist. Aber heute, ich meine, da weiß ja niemand mehr, wie es da drin ausschaut, ne? Sogar das Fressen wollen sie uns verbieten. Ich meine, da wirst du deppert. Na, sagen Sie doch sowas nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn ich nicht mehr sagen darf, was ich will, dann komme ich nicht hin. Eine interessante Begegnung, meine Damen und Herren. Die Amerikaner lassen das Volk im Glauben, ihr ehemaliger Kanzler sei tot. Wir haben aber Informationen, dass Jörg Haider, gestützt von seinen Untertanen, im Untergrund lebt. Schauen wir uns einmal Archivaufnahmen an, was die Österreicher so vor 20 Jahren getrieben haben.
spaziert, meine Damen und Herren, im Prachtpalast der irdischen Gefühle. Treten Sie ein in die Welt der Bunden. Wir zeigen Ihnen nicht die Dame mit den drei Brüsten, die Eisschnellläuferin ohne Unterleib, den Affenmenschen oder den Mann mit den größten Eiern der Welt. Nein, meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen Geschichte. Sehen Sie zuerst die Hauptdarsteller unserer Show kurz vorgestellt. Hör auf mit den schrägen Bildern und Kunsteinstellungen. Das regt mich unheimlich auf. Hör auf damit. Wenn du so weitermachst, hole ich meinen Kameramann aus Deutschland. Jawohl, Herr Redakteur. Auch Österreich hatte einen Kanzler, der längst tot ist. Sehen Sie jetzt den letzten toten Kanzler Österreichs. Jörg Haider. Liebe Landsleute, die Hand, die einen füttert, beißt man. Mehr sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt ein Ticket lösen für unsere einzigartige Zombie-Show. Nein, danke, Herr Schüssel. Das ist wunderbar. Das reicht nicht viel aus. Komm, wir gehen. Danke. Das ist klasse. Solche Bilder brauchen wir. Wunderbar. Hast du schöne Bilder gemacht? Ja, ja. Ach, geh jetzt, hör auf zu meckern. Ich lade euch einen Naschmann. Dürfen Sie irgendwie kurz was fragen? Wir sind vom letzten freien deutschen Sender. Wir sind vom letzten freien deutschen Sender aus Berlin. Wir wollen eine kleine Dokumentation machen über die Situation Österreich heute. Ich steige schon in der nächsten aus. Wollten Sie fragen, was denken Sie eigentlich von der amerikanischen Politik und von Jörg Haider zum Beispiel? Wenn Sie uns ein paar Sätze dazu sagen könnten, wäre wunderbar. Haider ist nicht so beliebt bei uns, glaube ich. Ich glaube, das sehen die Amerikaner vollkommen falsch. Es gibt einige, aber nicht sehr viele. Im Großen und Ganzen ist das nicht so, wie es in Amerika dargestellt wird. Ja, das denke ich auch. Dankeschön. Ja. Können wir Sie kurz was befragen? Wir sind vom letzten freien deutschen Sender aus Berlin und machen einen kleinen Bericht über Österreich, über die Situation heute. Wenn Sie uns vielleicht Auskunft geben, was Sie über die Amerikaner zum Beispiel denken. Oder über Jörg Haider. Wir haben gehört, dass er zum Beispiel noch lebt. Wissen Sie da was drüber? Ich weiß nichts. Gar nichts. Ja, aber vielleicht. Ich bin nichts. Ich kenne da alle in die Goschen hauen. Ja, aber wir sind extra da, dass die Leute nicht mehr die Goschen halten, dass sie vielleicht etwas sagen und vielleicht ein bisschen aus ihrem Panzer rausrücken. Wir sind Journalisten, die versuchen, vielleicht wieder einen Panzer aufzubrechen, ja, bei den Leuten. Wir haben auch gemerkt, sie sind unheimlich gläsern geworden. Und nicht. Ist doch da ins Burgtheater, das heißt jetzt Austrian American Theater, ja. Da treffen Sie einen Freund von mir, der lebt da ganz unten im Keller. Im Fort der hilft euch schon weiter. Er erzählt euch das Dilemma, das wir durchlitten haben, ja. Aber lassen Sie mich in Ruhe. Wollen Sie nicht weiter... In Ruhe lassen Sie mich! Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Um Gottes Willen, jetzt müssen wir aber langsam aussteigen. Wenn Sie gerade in der U-Bahn die miesesten Typen filmen. Die miesesten Typen? Ja, es gibt nämlich auch anständige und nette und... Aber Sie sind doch zum Beispiel kein mieser Typ. Wir müssen leider welche, denen Sie das verfolgen. Ich habe das Gefühl, dass Sie das gerade so aussuchen. Naja, nein. Wir haben Sie ausgesucht, deswegen müssen wir leider weg.
Du bist es. Das ist schön, dass du kommst. Ja, ja, ich nehme mich schon zusammen. Es geschieht mir ja recht. Und es ist jedenfalls gescheiter, als weiterhin so als Auswürfling unter den Menschen herumzulaufen. Manchmal kommt man mal vor wie ein wildes Tier. Das erst noch und noch ein Mensch geworden ist. Ja, guten Tag. Keine Angst, keine Angst. Wir suchen einen gewissen Sepp. Kennen Sie den? Ja, ja. Ja, ich komm schon. Aber jetzt will ich bei den letzten Schritten nimmer mehr vom Boden aufschauen. Den letzten Blick, den mache ich in das liebe Gesicht, in die treuen Augen, die schon über meiner Wiege gewacht haben und denen nicht so viele Tränen kostet. Niemand weiß, was noch herkommt. Damit ich aber, was auch kommt, ruhiger gehe. Entschuldigen Sie, was ist denn los mit Ihnen? Was ist denn los mit Ihnen, guter Mann? I'm free! Haben Sie keine Angst vor uns. Wir sind Deutsche, wir sind keine Amerikaner. Wir sind ein deutsches Kamerateam aus Berlin. Das ist der Peter Bullrich, Kamera. Das ist, wie heißt du nochmal? Raphael. Ja, der macht nur den Ton. Wir sind ganz harmlos. Willst du eine Zigarette? Ich wusste es. Was wusstest du? Die Kunst lebt. Ja. Da sagen Sie was. Also keine Zigaretten. Wissen Sie, wir suchen einen Sepp. Wissen Sie, wo der steckt? Sie haben mir nichts zu verzeihen und ich Ihnen nichts abzubieten. Oh Gott, hier verkommen ja die Talente. Was sind Sie denn vom Beruf, guter Mann? Burgschauspieler. Aha, gehören Sie da nicht oben auf die Bühne? Yesterday, all my troubles seem so far away. Auf. I'm here to stay, and I believe in yesterday. Suddenly, die Subventionen abgezweigt haben, bevor sie in diese Paläste geflossen sind und Schauspieler und Intendanten reicher gemacht haben. Showbusiness! Tag. Sind Sie Schauspieler, ja? Ja. Das ist Business. Sorry, das wird mir alles ein bisschen zu gefährlich. Wir müssen hier weg. Ja, die Polizei ist hinter uns her. Mein Name ist August Maria Kaiser. Ich komme aus Berlin. Wir sind vom Freien Deutschen Fernsehen. Guten Tag. Und wir suchen Informationen über Jörg Haider. Ja, die Amerikaner behaupten ja, dass er bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist. Ich behaupte, dass er noch lebt. Aufgrund von Informationen, die ich habe. Vielleicht können Sie uns... Hallo? Vielleicht können Sie uns kurz helfen. Ja. 20 Jahre, Osama. Ja. 20 Jahre ein Phantom gespielt. Ja. Das reicht. Endlich werde ich umgesetzt. Ja, ich bin natürlich der absolute Abstani-Mensch hier. 80% der Pointen liegen bei mir. Was wirst du denn als nächstes spielen? Einen Menschen.
Ja, Osana Milan ist doch auch ein Mensch. Ich meine, unser Feindbild seit 20 Jahren. So. Ja. Böse Rollen geben einfach mehr her. Der ist doch zur Witzfigur erstarrt. Deine Rolle, den Busch, den möchte ich viel lieber spielen. Ja? Oh, danke. Ja, den kann man gestalten. Der Mann hat den Mut. Ja. Als er sagte, Atombomben auf Nordkorea, da ging doch die Post ab. Ja, ja. Trotz Protesten aus der ganzen Welt. Ja, das ist richtig. Jetzt gibt es keine Nordkoreaner mehr. Der Mann setzt den Maßstab. Ja. Ja, das ist ja alles wahnsinnig komisch. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen mit Jörg Haider, sonst würden wir nämlich gehen. Also ich meine, vom deutschen Fernsehen hätte ich schon eine bessere Recherche erwartet. Den Haider habe ich auch im Programm. Ja, Jörg Haider haben wir auch schon gesehen am Prater. Den spielen ja viele im Moment. Ja, den spielt er. Ja, den spielst du aber sehr gut. Ja, aber den will er niemand mehr hören. Fragen Sie doch die Ries Passer, die wohnt bei der Pestsäule. Oder im Café Jelinek habe ich sie gestern. Das heißt nicht mehr Jelinek. Sondern? Have a nice day, Coffee Shop. Ah. Gut, vielen Dank. Ja. Bitte. Ah. Komm, komm. Darf man hier auch? Wollt ihr was bestellen? Kleiner Schwarzer. Kleiner Schwarzer, du. Tee. Außer. 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 Herrens, manchmal da trampt man am Blödsinn zusammen. Was jeder an sich schon erfahren wird haben. Da kommt's mein Schlaf, nämlich gerade so vor. Ich streit mit dem Werner Hamur. Herr Keppel, es gibt keine Werner mehr. Mit dem, was noch da sind, ist nicht weit her. Drum sag ich adieu, ich pfiert mich und geh. Da schrei ich geschwind, Freundal, johö. Erst. Wann's aus wird sein? Mit Anna muss ich und mit Wein. Dann packen wir die 7 Zwetschgen ein und vorne da. Wohnt der Wein verdirbt und wann einmal die Musi stirbt. In die wir Werner so verliebt, sie ist schon gefreut. Solang im Glas noch ein Tröpfel drin ist, solang die Geigen noch voll Melodien ist, und solang ein Song ein durchschüttes Mahlstoff. Okay. Ins Jelinek gehen wir nicht mehr, das verspreche ich dir. Ja? Nein, kannst du noch, sonst hole ich mir den Martin aus München, wenn du nicht mehr kannst. Ist kein Problem. Ist kein Problem, ist kein Problem. Bist eh nicht so wählerisch wie unser Peter, gell? Ja. Okay, dank dir. Okay, nimm's nach. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier am Graben. Heute kaum noch wiederzuerkennen. Die Amerikaner organisieren ein amerikanisches Volksfest, um die Depression der Österreicher zu vertreiben. Verständlich. Das alles um die Pestsäule herum, Mahnmal für österreichische Katastrophen. Heute werden hier Blumen verkauft. Schauen Sie meine Blumen an. Rosen, Tulpen, Nelken. Bitte. Wir sind vom Freien Deutschen Fernsehen. Mein Name ist Kaiser. Wir haben einige Fragen an Sie. Wir haben gehört, dass die Frau Ries Passer hier wohnt in der Nähe. Können Sie uns dazu was sagen? Die Dame, von der Sie sprechen, nach der kann man die Uhr stellen. Die kommt jeden Tag hierher zur Pestsäule. Die Königskobra, da steht sie dann und schaut auf meine Blumen. Wie, Königskobra? Hat die Frau eine Schlange dabei? Sie wissen ja überhaupt nicht Bescheid. Die Wiener nannten ihre Vizekanzlerin Königskobra, weil sie einer Königskobra ähnlich war. Ah,
Jeden Tag kommt sie hierher, berührt die Pestsäule, macht ein Kreuzzeichen, dann verschwindet sie da hinten, wo die Treppen sind. Kaiser, mein Name. Wir sind vom Freien Deutschen Fernsehen Berlin. Sie sind doch die Frau Rispassen. Ich habe Sie wiedererkannt. Können Sie uns ganz kurz Ihre Zeit schenken? Wir hätten einige Fragen an Sie. Ja, was nützen Ihnen die Fragen, wenn ich keine Antworten habe? Ach, kommen Sie, Sie haben doch immer gerne Interviews gegeben. Sie waren noch nie um eine Antwort verlegen. Ich habe alles gesagt. Ich habe es nicht für mich alleine getan. Ja, genau das wollen unsere Zuschauer wissen. Die Geheimnisse hinter den Antworten. Ich bin doch tot. Mich gibt es doch längst nicht mehr. Haben Sie denn überhaupt hier gelebt? Sie sind frech. Freches Mundwerk haben Sie. Vor lauter Bupas Deutschland. Wollen Sie mich lächerlich machen? Niemand hat das Recht, mich zu verletzen. Die Deutschen nicht und die Besatzungsmacht auch nicht. Oh, was ist mit Ihnen passiert? Rot, weiß, rot. Kommen Sie, wir müssen die Wunde reinigen. Kommen Sie, die müssen wir reinigen. Sie sind ja da verletzt. Ihnen läuft ja das Blut über das Gesicht, rot, weiß, rot. Kommen Sie, kommen Sie mit. Das ist aber lieb von Ihnen. Nein. Kommen Sie. Bin auch ich gestorben. Manchmal hänge ich ein blutverschmiertes Handtuch ans Fenster, dass die Leute sehen, hier ist eine, die lebt im Widerstand. Das Handtuch ersetzt die österreichische Flagge. Rot, weiß, rot. Nur die Österreicher verstehen mich. Die Amis denken, heute Nacht wurde ein Kind gezeugt. Kommen Sie. Ich habe schon lange keine Interviews mehr gegeben. Seit Jörgeli uns verlassen hat, ist meinem Leben der Sinn entzogen worden. Die Politik hat mich alt werden lassen. Das war ein Geschenk vom Stoiber, dem deutschen Bundeskanzler. Entschuldigen Sie. Gott hab ihn selig. Nach in den entscheidenden Fragen haben wir uns immer so gut verstanden. Der Anschluss Österreichs an Deutschland war ja längst geplant. Eine Sprache, eine Nation im westlichen Europa. Ohne Hass, rein und selbstbewusst. Auch die Ausländerfrage, die hatten wir so schön in den Griff bekommen. Gab es denn noch Ausländer zu Ihrer Zeit? Ja, unsere Umsiedlungspolitik war doch ein großer Erfolg. Ich meine, wir nahmen den Deutschen 30% ihrer Ausländer ab. Die UNO-City wurde zum Paradies für die Türken, Albaner, Palästinenser, Inder, Ostasiaten und anderer Kulturen. Keine Vermischung mehr mit den Österreichern. Ja. Ein unsichtbarer Zaun schützte die Ausländer und ihre Eigenarten. Auf mein Einwirken hin wurden ja die Einreiseformalitäten für die Ausländer auf ein Minimum reduziert. Auch wenn wir einmal einen Couscous essen wollten, dann fuhren wir immer in die Tschuschen City. So nannten die Wiener liebevoll die UNO-City. Dort erfuhren wir dann die große Dankbarkeit und die Gastfreundschaft der Ausländer.
Wenn Sie wiederum der deutschen Sprache mächtig waren, dann durften Sie auch mal die Kärntnerstraße besuchen. Kontrollposten überprüften Ihre Sprachkenntnisse und schrieb dann einen Tagespass aus. Somit hatten Sie dann freien Eintritt für 12 Stunden. Das Geld, das wir wiederum in die Tschuschen City brachten, gaben die Ausländer dann wieder in Wien aus. Das Bruttosozialprodukt stieg und das Selbstbewusstsein damit auch von den Wienern. Keine falsche Ausländer- oder Sozialpolitik. Kommen Sie. Hier nehmen Sie die Creme und massieren Sie mich damit ein. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht einer von euch machen. Ich muss mich konzentrieren. Ich möchte, dass Sie mich eincremen, junger Mann, sonst erzähle ich nicht weiter. Was hat Sie denn an Herrn Haider so fasziniert? Er war genauso groß wie ich. Ich konnte ihm in die Augen sehen. Sie haben auch schöne Augen. Oh, danke. Sie erinnern mich an Jörgeli. War Größe denn so entscheidend? Also manchmal physische Größe so entscheidend in der Politik? Ach, wo denken Sie hin? Edmund Stoiber war ja auch kein Herkules. Ich liebte Stoibers Zaghaftigkeit, sein Suchen nach den Worten. Manchmal stolperte er über die Wörter, böse Journalisten sagten, er stottert. Und vor allem liebte er die Frauen. Angela Merkel war ja aus seinem Kopf nicht mehr wegzudenken. Ach, alle Frauen mussten sich an ihr messen. Einmal, da sagte er zu mir, Angela, Angela. Er nannte mich wirklich Angela. Wenn Jörgeli nicht da wäre, dann hätte ich schon längst für dich gekocht. Edmund Stoiber wusste, was ich fühlte. Hat er Ihnen denn ein Verhältnis mit dem Herrn Haider unterstellt, der Stoiber? Jetzt, wo er tot ist, kann ich es ja sagen. Wie, Haider ist tot, haben wir aber anderes gehört. Ach, die Ungläubigen. Da sehen Sie, wie das Volk Jörgeli liebte. Im Volk lebt er ewig, für mich auch. Er ist das, was ich bin. Haben Sie ihn geliebt? Also, jetzt hören Sie auf! Hören Sie aber sofort auf! So banale Fragen zu stellen, steht Ihnen nicht zu! Scheiße. Ihr dürft nicht lachen, wenn sie da ist. Dann ist alles kaputt. Das hat ja viel gebracht jetzt. Politiker ohne Machtausübung, die mag ich besonders. Die sind so wehleidig. Können wir nicht gehen? Das wird doch nichts mehr. Bitte, 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 bitte. Lass uns noch ein bisschen warten. Das hat er mir geschenkt. Ich hab's noch niemandem erzählt. Aber ich hatte große Zuneigung zu Jörgeli. Ja, die Frauen haben ihm ja auch die meisten Stimmen gebracht. Es waren die Frauen, die Jörg Haider zum Kanzler gemacht haben. Das ist wunderschön. Geben Sie mir die Hand. Ja, ist ganz kalt. Er hat mir gesagt, Faschisten haben keine Gefühle. Oh. Machen Sie sofort die Kamera aus, stellen Sie sie ab. Sie wollen doch nur, dass Jörg Haider das Material nicht sehen kann. Fernsehen im Himmel, da gibt es kein Fernsehen. Ach komm, hören Sie doch auf. Sie wissen doch ganz genau, dass Jörg Haider noch lebt. Und Sie werden mich jetzt zu ihm führen, das sind Sie mir schuldig. Ich war die Geliebte von Haider.
Susanne Riespasser gab uns einen geheimen Plan, den ein Herr Grasser, ein ehemaliger schmalbrüstiger Finanzminister, ihr zugesteckt hatte. In einem Steinbruch bei Steinhof soll eine CD-ROM vergraben sein, auf dem Heide eine Grundsatzrede an das Volk halten soll. Es sollte uns weiterhelfen, Heide aufzustöbern. Es muss hier sein. Meine Damen und Herren, der Nachlass. Das, was hier passiert ist, verdient keine andere Bewertung, als dass es sich hier um Kriegsverbrechen handelt und nicht um einen militärischen Einsatz und dass hier in elementarer Weise die Menschenrechte und die Menschenwürde verletzt worden ist und dass man hier ohne Rücksicht auf die Situation der Zivilbevölkerung vorgegangen ist. Ich habe ein sportliches Motiv auch in der Politik. Ich bin im Sport ein Marathonläufer, das heißt, ich bin gewohnt, sehr lange warten zu müssen, bis man ins Ziel kommt. Und daher werde ich also auch das Ziel, Bundeskanzler zu werden, nicht aus den Augen verlieren. Austria-America nennt sich zwar Demokratie, aber Parteien sind nicht zugelassen. Früher erzählte man sich, hatte Österreich eine starke Sozialdemokratie und Gewerkschaften. Die Genossen von einst sind alt geworden oder ausgestorben. Ein Herr Schüssel, der seine Nase immer nach dem Vorteil streckte, war eine große Koalition mit den Sozialdemokraten eingegangen. Haider wurde bei den darauffolgenden Wahlen knapp zum Kanzler gewählt. Die Österreicher, ein Volk, das Adolf Hitler beim Einmarsch in Österreich zuwinkte, ihn verehrte, die das Gas für die Judenmorde finanzierte, schämte sich der Mörder nicht und rächte sich an den Sozialdemokraten, indem sie Haider zu ihrem Kanzler machten. Ich habe mich gefragt, was ist aus den Kämpfern von einst geworden? Wir besuchen sie in der letzten Bastion der Sozialdemokratie, im Arbeiterheim Helenenthal. Hallo, Tag. Freies Deutsches Fernsehen, Kaiser mein Name. Wir bräuchten kurz Ihre Hilfe. Können Sie uns sagen, wo der Sepp ist? Was für ein Sepp? Sepp Hinterhirsel? Den meinen Sie. Unseren Helden, ja? Der Stramant, sagt er. Der hat gestern den 19. Geburtstag gefeiert. Wie, der Hinterhirsel wird 19 Jahre alt? Den 19. Geburtstag von seinem Attentat auf dem Haider. Es wird bei uns groß gefeiert. Und wo finde ich den Herrn? Den Haider? Er ist tot. Das Attentat ist damals zwar daneben gegangen, aber vor einem Jahr ist er freiwillig gestorben. Das ist schon wieder eine neue Theorie. Schön haben Sie es hier. Können Sie uns sagen, wo wir den Herrn Hinterhirsel finden? Das Frank so blöd. Dort sitzt er und habert. Kommen Sie. Ich führe ihn hin. Ja? Ist da filmen oder was? Ja, das ist eine Fernsehkamera. Da brauchen Sie sich nicht wundern. Lassen Sie sich nicht stören. Gehen Sie einfach weiter. Wie tut der? Filmen der? Ja. Was macht's denn jetzt da? Guten Tag, freies deutsches Fernsehen. August Maria Kaiser, mein Name. Sie sind der Sepp Hinterhirsel, ist das richtig? Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Wo bleibt der Punsch? Ohne Punsch kein Lied. Das sind fremde Leute. Sei vorsichtig. Ein Sozi, der Kusch, das ist ein gekaufter Sozi. Die sind ja nur wegen der Eiche da. Das Wunder von Helenenthal. Die Eiche, die wird uns alle überleben. Also, wo bleibt jetzt der Punsch? Lieber dem Herrn, sei lieb. Sauf nicht so viel. Der Doktor hat gesagt, du sollst lieber eine Zigarette rauchen. Ja, da muss ich wieder so viel lachen. Haben die Amerikaner das Rauchen nicht verboten? Ja, aber nicht unsere Spezialzigaretten. Ja, ja. Da, ne? Na, zeig ihnen halt, damit sie wissen, was das ist. Gib kommen her. Sie. Das zeigen Sie mir. Ja. Halt dich zurück. Ja. Wir kommen gleich wieder, Herr Hinterhirsel.
Zierl an der Hinterseppe. Wir sind davon umzingelt. Ein Geschenk der Natur, das langt bis zum Tod. Ja, das ist unser Widerstand. Da leben wir die Freiheit, die wir uns genommen haben. Wir machen zwei Züge und die Sozi sind wieder an der Macht. Probieren Sie es. Machen Sie einen Zug. Dann lassen Sie die Filmerei gleich bleiben. Und wenn sie die Uhren spitzen, dann können sie vielleicht hören, unseren Bruno in Kreisky. Dann spricht er zu uns wie früher. Er nimmt uns bei der Hand und passt auf, dass wir uns nicht erstessen und den Verstand verlieren. Und das ist echtes Marihuana? So, da sind wir wieder, Herr Hinterhirsel. Aha. Jetzt erzählen Sie mal, wie war das mit dem Attentat? Aha. Nicht einmal gefährdet hier. Mit dem Attentat. Hör auf mit dem Attentat. Das interessiert doch heute keinen Menschen mehr. Das Fernsehen, Heini. Habt ihr damals den Rechten die Rutschen gelegt, damit sie ans Ruder kommen? Ihr habt ja längst euch aus der Demokratie verabschiedet. Italien nennen sie jetzt Berlusconi-Land. Das ganze Land eine Firma. Ihr habt ja keine Ahnung von der Marktwirtschaft, so schaut's aus. Wir sind der Beweis für Aufrichtigkeit. Die suchen ja nur die Sensation hinter der Wahrheit. Hör auf! Die Biefke, die machen noch einen Fernsehstar aus dir auf deine alten Tage. Ja. Wissen Sie, das mit dem Attentat damals, das ist ja deswegen daneben gegangen. Er war Kölner, ja. Nämlich im Machfelder Hof. Das war so ein Innenlokal, so im K&K-Look. Und die Blauen, die waren immer dort, denen hat es dort gefallen. Und da hat er doch tatsächlich den Heider, einen vergiften Wein serviert. Aber der Trottel, vor lauter Aufregung hat er so zittert, dass er die Glaseln vertauscht hat. Und das hat im Westen erwischt. Dem ist der ganze Dreck runtergerunnen. Abputzt hat er sich. Ja, aber alles ist aus ihm rausgerollt. Die ganzen Lug und die ganzen Verbrechen hat er alles in Heiter ins Gesicht gespieben. Da hat er nicht einmal mehr lachen können. Am nächsten Tag ist aber alles groß auf der ersten Seite in der Kronenzeitung gestanden, gell? Sagen Sie. Was ich schön finde, ist, dass Sie beide so wienerisch reden. Da haben Sie noch Mut, he? Das ist ja verboten heute. Nein, da sind wir nicht die Einzigen. Hören Sie zu. Im Naturhistorischen Museum treffen Sie jeden Donnerstag nach der Sperrstunde ein paar Leute vom Volksverein zur Erhaltung der Kräuter. Die reden auch wienerisch. Aber wie? Ja, naja, früher einmal, da haben sie am Donnerstag am Hötenplatz gegen Heider demonstriert, hat nichts genutzt. Aber ein Heider hat es ja dann trotzdem einmal erwischt. Ja. Naja, also, weil wir taugen nicht als Opfer. Wir haben den Hitler überlebt, wir haben den Schüssel überlebt, wir haben den Heider geschnitten und die Amis, die kennen uns überhaupt alle im Arsch lecken. Na, du bist aber fein vor der Kamera. Na, was wahr ist? Wir werden alle überleben. Jawohl. Also. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Meine Damen und Herren, ich habe mich gerade gefragt, angesichts einer so wunderschönen Natur wie hier, wo bleibt in schweren, dunklen politischen Zeiten für den Österreicher die Liebe? Ja, die Liebe, meine Damen und Herren. Dieser Ort hier war früher ein Ort der Zusammenkunft. Und ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie das vielleicht früher ausgesehen haben könnte. Dazu brauche ich mal ganz kurz die Kamera, Peter. Ja, und ich brauche euch beide mal ganz kurz. Vielleicht umschlingt ihr euch mal ein bisschen. Ja, wie ein Liebespaar. Ich brauche euch jetzt als Liebespaar. Sehr schön. Und jetzt geht mal diesen wunderschönen Liebesweg entlang. Ein bisschen mehr wie ein Liebespaar, nicht wie zwei steife alte Opas. Na komm, kuschelt ein bisschen noch. Und wie heißt das auf Wienerisch? Gibt's euch mal ein Busserl? Ja? Na komm, Peter, du bist schon wieder so steif wie immer. Gibt's euch ein Busserl? Komm. Ja, komm. Ja, sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier im Naturhistorischen Museum. Hier wartet hoffentlich eine Überraschung auf uns. Mal sehen. Tag. Tag, bleiben Sie ruhig sitzen. Nein, keine Angst. Wir haben ein Meeting. Ja, ich weiß. Wir sind filmen dürfen Sie schon überhaupt nicht. Ja, keine Angst. Wir sind keine Österreicher und keine Amerikaner. Wir sind vom freien deutschen Fernsehen. Und wir machen so einen kleinen Bericht über die heutigen Wiener, die im Untergrund leben. Und würden gern ein bisschen zuschauen, was sie so treiben. Wir verhalten uns absolut ruhig und still. Wenn Sie das erlauben würden, wäre fantastisch. Ja, vielen Dank. Gut. Ich arbeite auch im Untergrund, genau wie Sie. Ja. Das ist eins von diesen konspirativen Treffen. So, meine lieben Freunde, also ich habe euch da heute ein Lied mitgebracht. Ich hoffe, das bitte verteilst. Hier, da geht es um ein Glücksspiel mit Kreuzern. Falls ihr mich nachher nicht versteht, fragt mich nochmal, ja? Und zwar die Geschichte ist folgende. Zwei große Jungs spielen mit Geldstücken. Ein kleiner Junge kommt dazu. Er hat sein Milchgeld in der Hand, spielt mit und verliert sofort alles. Und so beginnt die ganze Geschichte mit dem kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge war ich. Und da ich nichts gelernt habe aus dem Erlebnis, ist aus mir nichts geworden. Und jetzt singe ich euch das vor. Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat er in sein Handel, spült mit und ist gleich in der Höhe. Mit dem das ist eine etwas absurde Frage, aber wir wollten gerne wissen, ob der Herr Heide noch lebt. Wir haben solche Informationen bekommen, vielleicht könnten Sie uns da weiterhelfen. Ich weiß, es ist ein bisschen absurd. Zu Herzen Nummer, drum ist das dort? Das ist die Sekretärin von Heide. Die ehemalige Sekretärin? Wunderbar, komm. Dankeschön. Guten Tag. Entschuldigung, wir haben aus der Runde die Information bekommen, dass Sie die ehemalige Sekretärin von Herrn Heider waren. Vielleicht können Sie uns helfen, wo wir ihn finden können. Lassen Sie mich in Ruhe, ich weiß gar nichts. Das habe ich gewusst. Ich bin leider nicht da, Sie in Ruhe zu lassen, gute Frau. Ich bin Journalist. Meine Aufgabe ist es, das Krebsgeschwür der Gesellschaft aufzuspüren. Glücklicherweise habe ich weder Krebs noch ein Geschwür. Ja, aber Erfahrungen, die uns vielleicht weiterhelfen können. Hören Sie. Wir wissen, dass Sie etwas über Heider wissen und Ihre Informationen können für uns sehr nützlich sein. Also wenn Sie uns helfen würden und wenn Sie vielleicht so lieb wären, vielleicht die Maske abzusetzen, dass wir Ihre Augen sehen können in der Kamera. Bitte. Bitte. Also gut überredet. Dankeschön. Schauen Sie, ich war nur angestellt bei Ihnen. Ich hatte ja keine großen Entscheidungen zu treffen. Ich war nur so ein kleiner Wurm. Was heißt das Wurm? Heider nannte mich immer sein Würmeli. Wissen Sie, ich erinnere mich nicht besonders gerne an diese Dinge. Ich mag Leute, die sich nicht gerne erinnern wollen. Die haben meistens sehr viel zu erzählen. Ah ja? Mhm. Ich bin hier, um den Albtraum Heider loszuwerden. Ach, das klingt ja gar nicht wehleidig. Hören Sie, mit Ihrem Schweigen, da schützen Sie Heider. Sie war eben verliebt in ihn. Ja. Wer weiß schon, was es heißt zu lieben und dabei genau zu wissen, wie sinnlos das ist. Ja, aber kommen Sie, wir wissen doch alle, dass Heider in Affären gerade nicht zimperlich war, oder? Eine große Leidenschaft, der ganz woanders ausgelebt. Alles Lüge und üble Nachrede. Hören Sie auf.
halten Sie sich lieber zurück. Seine große geheime Leidenschaft war das hier. Das ist ja schon eine Überraschung. Das ist ein echter Kärntner. Hm? Kann ich das behalten? Das Blicke entnommen den Futteralen der Seele, ich lese sie wieder. Ich bin so zugeneigt in ihrem Mund. Blicke entnommen den Futteralen der Seele, ich lese sie wieder. Das Wahre, das Schöne hat euch böse zugerichtet. Besoffene Medientrinker, Fremdgänger der Sinne, Falschheit ist schön, sie macht euch geschmeidig. Dummheit ist gut, sie macht euch bedeutend. Erpresst und ihr seid unentbehrlich. Tötet und ihr seid ein Beispiel. Vergewaltigt, das gibt euch Selbstvertrauen. Mordet, das macht euch attraktiv. Lügt und ihr werdet gefragt. Madeline dachte sich eine Wasserpflanze. Wasserlianen, blasse Blätter und Stängel aus ihren Armen und Beinen. Erpresst. Silberblasses Geäst und ihr Körper in der Mitte, still und schwebend, schaukelnd im milchig-weißen warmen Wasser und entschlüpfen, um neben ihm zu liegen, das Geäst hinter sich lassen und dahin zurückkehren. Die ganze Ausbeute von dem Glück ist das keinen Preis mehr. Dabei ist Geschichte halt allerhand bei der Zeit, dass ich nicht schicke. Der weiß, Geschichte wird verloren bei der Zeit. Sehe ich nicht. Ich bin so zugeneigt in Ebenen. Die Blicke entnommen den Futteralen der Seele. Ich lese sie wieder. Was die Ebenen massert. Wieder bin ich in der Masserung. Denn heute müssen die Deserteure in den Ebenen sich verbergen. Weil es erstens bereits dunkel geworden ist draußen und zweitens zusätzlich noch alle Fenster mit Vorhängen verhangen sind, die gleichmäßig dasselbe Muster, nämlich Karo und dieselbe Einheitsfarbe, nämlich Rot-Weiß, tragen. Da das Licht regelmäßig von oben, nämlich von der Decke strömt, erahnen wir bereits die Tageszeit. Es ist Abend geworden, wenn nicht sogar schon Nacht. Wenn jetzt Oskar Werner um die Ecke kommt, drehe ich durch. Mich filmen, Peter. Film die. Das sind die bedeutendsten Dichter der Zeitgeschichte. Wenn ich das in Deutschland erzähle, glaubt mir wieder keiner. Was macht er?
Was wird denn das? Was soll denn das, Peter? Das ist ja kein Film, was wir da machen. Was soll das überhaupt? Ganze heller Scheiße, das ist ja alles Kopie. Das war schon, das war viel besser. Und so wird das nix. Kein Mensch will den Trottel mehr sehen, der ist tot. Verstehst du das? Gibt's dem, macht dem viel zu wichtig. Gibt es ihm viel zu viel Aufmerksamkeit, ist politisch völlig unverantwortlich. Ey, pssst, seid ruhiger. Da ist ein Ort, wo nur die Dichter reden. Leidig sage ich jetzt etwas. Aber es muss ein Geheimnis bleiben. Das ist die neue Zeit. Du, Georgi. Was ist denn? Ich hätte ein paar Leute. Ja, steht euch hin, aber seid ruhig. Also, die Amis können uns am Arsch lecken. Noch ganz wichtige Worte gefunden, die früher gang und gäbe waren und die leider jetzt unter dem neuen System verboten und vergessen sind. Wir schreiben sie uns auf, wir merken sie uns, es ist aber unser Geheimnis. Habt ihr mich verstanden? Es darf niemand davon wissen, aber später, wenn die gute Zeit wiederkommt, könnt ihr es herausnehmen und dann könnt ihr schon die schöne alte Sprache. Es ist unser Geheimnis, wir sind ein Geheimbund. Habt ihr mich verstanden? Pass auf! Braucht man jeden Tag. Futt und Beidl sind Geschwister. Und der Arsch ist Kriegsminister. Das ist kein Witz. Das war früher ein ganz wichtiger Satz, den jeder Politiker gekonnt hat. Schreibt's ihn auf. Ja, es klingt lustig, es ist aber ernst. Weil wir reden über tote Dinge, die wir wieder zum Leben erwecken müssen. Können wir es gemeinsam bitte nachsprechen? Es ist ganz wichtig, es ist einfach, weil sich's reimt. Futt und Beidl sind Geschwister und der Arsch ist Kriegsminister. Schreibt es auf, lernt es auswendig. Schreibt's auf. Wichtig. Beidl könnt schreiben, wie es wollt. Ihr braucht euch nicht schämen, es ist eine kleine Religion, die wir hier haben. Sie ist noch nicht verbreitet, aber sie wird einmal ganz mächtig werden. Und du? Steh auf. So Leute, kennst du schon einmal aufgefahren? Ich komm gleich noch, ja? Was ihr Künstler, was denken Sie? Ich habe nur gerade daran gedacht, dass es bestimmt auch irgendwo ein Waldstück gibt, wo sie Hitlers Mein Kampf auswendig lernen. Susanne, Susanne. Sie wissen mehr, als Sie sagen. Was haben Sie den Amerikanern eigentlich gesagt, dass die uns so schnell freigelassen haben? Ich habe Ihnen eine Kopie von eurem Film versprochen. Die Königskobra macht Geschäfte mit dem Feind und verkauft ihre Freunde. Das ist Politik, junger Mann. Mhm. Wie hat man früher bei euch in Wien gesagt? Freundelwirtschaft? In Köln sagt man Kölscher Klüngel und in Asien Korruption. Na, kommen Sie. Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt und das war. Na, er trug eine Lederjacke und hinten drauf war ein Name zu sehen. Das ist ja wunderbar, Sie sind ja richtig gebildet, Frau Wispasser. Ach, da war ich so begeistert. Ach, ja. Da war ich begeistert. War ich jung und begeistert, ja. Doch, das war schön, das Heer, das Haare. Stopp, stopp, Christoph. Dankeschön. Gut, dass ich meine Schuhe noch gewechselt habe. Oh. So, schaut schon mal da raus. Dankeschön.
Und jetzt lass den Heider Heider sein. Jeder Tod hat jetzt Recht auf die ewige Ruhe. Du redest mir ein bisschen viel über den Tod und über das Sterben. Was macht dich denn so depressiv? Der Heider war ein schöner Mensch. Dann schreib doch ein Buch über ihn. Kannst du überhaupt schreiben? Heider im Totenhemd. Der Heider war halt ein Liebling. Das Volk auf dem Land, das denkt sowieso andersrum. Der Heider war Prophet. Ich hab alle seine Reden gehört. Für mich wird er immer leben. Ja, dann gratuliere ich aber. Lachen Sie nicht so blöd, Frau Rispassa. Was ist das überhaupt? Eine Vizekanzlerin, die ihrer Liebe nachtrauert? Ein Bauernvolk, was rumtrauert? Ein Filmteam? Hör auf jetzt, Peter. Ein Filmteam, was einen Kunstfilm machen kann, das kann ich alles nicht gebrauchen. Dieser Film ist eine einzige Katastrophe! So, Leute, ich brauche jetzt Bilder und Fakten. Ich brauche einen Schluss für meinen Film. Wenn wir Heider nicht finden, dann lassen wir ihn eben sterben. Ah, das nennt man dann Dokumentation. Ja, das nennt man dann Dokumentation. Wunderbar, du sollst deine Trauer haben. Peter, Peter, cut, 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 cut. Machst du einmal, was ich sag? Wir machen es anders. Wir fangen untersichtlich an. Und dann machst du einen langsamen Schwenk aufs Kreuz. Und zum Schluss noch eine Rundumfahrt. Geht das? Das ist nicht möglich. Peter, geht nicht, gibt's nicht. Ja, kommt. So, meine Damen und Herren. Nach langer Recherche haben wir endlich unser Ziel erreicht. Das ist österreichische Erde. Spröde. Ausgetrocknet, unfruchtbar. Ja, und hier ruht er nun. Der Mann, der Österreich in den Amerikanismus geführt hat. Erinnern wir uns noch einmal, wie alles begann. Was sind denn hier? Ganz kurz. Sie haben hier nichts verloren. Nein, wir sind vom Freien Deutschen Fernsehen. Wir machen nur kurz eine Sendung. Nein, nein, hier ist nicht deutsches Fernsehen, das hier ist mein Revier. Also ja, bitte, bitte verlassen Sie das Gelände hier. Entschuldigen Sie bitte. Kurz. Nein, die Kamera muss weg. Bitte. Schlüssel, bitte machen Sie das Bild frei, Herr Schlüssel! Jetzt geh ran, geh ran, geh ran. Und dann zieh auf in der Totale. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
Szenen, Jutsis Kommand. Erkennst du mich? Jörgeli, ich bin's, deine Vize. Wie kann ich vergessen, was mich so lange gequält und betrogen? Jörgeli. Erkennst du mich denn gar nicht? Jörgeli, was hat man denn mit dir gemacht? Was hat man denn nur mit dir gemacht? Schüssel hat mich betrogen. Wir ziehen durch das Land und machen eine Show. Jeden Tag zwei Vorstellungen. Und er führt mich als Heider vor, das Monster. Die Leute bespucken mich und lachen hämisch über mich. Aber manchmal kommen einige und fragen mich, ist das der Sieg? Ist das der Endsieg? Bist du der Endsieg? Ja. Können wir wieder von vorne anfangen? Ja, du bist meine Hoffnung, Jörgeli. Fantastisch, fantastisch, großartig. Das sind die Bilder, die wir brauchen. Jetzt wird die Welt verstehen. Geh näher ran, Peter, geh näher ran. Komm doch rein. Du bist meine neue Hoffnung, ein Heider. Der lässt sich nicht unterkriegen. Du wirst wieder Reden halten und sie werden dir zuhören und sie werden dich feiern. Ein Heider wird wieder ganz groß werden. Du bist das neue Gewissen. Du bist unser Gewissen. Weißt du, als ich ein kleiner Bub war, ich war damals 14, wohnte ich mit meiner Familie in Jugoslawien, heute Slowenien. Und da ist eine Negerfamilie in unser kleines Dorf gekommen aus Uganda. Und mit dem Sohn der Familie habe ich mich befreundet und wir haben zusammen gespielt und zusammen die Kühe gehütet. Und da hat er auf einmal seinen Zumpfel herausgenommen, hat herumgewurzelt und das plötzlich wurde das groß und hat so eine salzige Flüssigkeit ausgestoßen. Ich habe es mit meinen auch versucht. Aber bei mir kam nichts. Da haben wir uns gestritten. Und er hat mich an den Haaren gezogen, in den Winkel geschmissen, dass ich eine Gehirnerschütterung bekommen habe. Ich habe heute noch manchmal Kopfschmerzen. Deshalb hasse ich die Neger. Aber was ist mit unserem Sohn? Hast du irgendwie herausgekriegt, wo er sich jetzt befindet? Jörgel, ich glaube, es ist besser, wenn er nicht weiß, wer seine Eltern sind. Wie alt mag er jetzt sein? Wir haben ihn vor 24 Jahren gezeugt. Ich hätte ihm viel zu erzählen. Ich hätte ihn zum Finanzminister gemacht. Was hast du denn mit den vielen Euros gemacht, die du bei der Flucht mitgenommen hast? Schüssel hat mir eine Falle gestellt. Lebt denn dieser Gusenbauer noch? Die Sozialdemokratie ist tot. Das haben wir geschafft. Darauf können wir stolz sein. Jetzt gehört Europa den Amerikanern. Das haben sie jetzt davon. Wer ist denn dieser schmalspurige Lungenpfeifer? Ein Journalist aus Deutschland. Ich mag seine Augen. Er hat so was Fanatisches. Er ist mir nicht unähnlich. So könnte unser Sohn sein. Weißt du noch, Jörgel, er hatte so eine Narbe da an der rechten Schulter von deinem Biss, so wie sie. Was reden Sie denn da? Das ist ein Zufall. Wer sind Ihre Eltern, Herr Kaiser? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin als Waise groß geworden. Weißt du noch, Jörgeli, damit es niemand erfährt, hast du unseren Bub doch in die Donau geworfen. Und dann sind wir in die Kirche gegangen, weil es so besser ist für Österreich, hast du gesagt. Moment, ganz kurz, stopp. Himmelswellen. Ganz kurz, ich bin in Ungarn groß geworden, von einer deutschen Familie großgezogen worden. Ihr glaubt doch nicht, was die erzählt, oder? Menschen von unserem Schlag erkennen sich an den Symbolen.
Der Himmel hat wollen, dass wir uns wiedersehen. Ich habe es schon gespürt, als er mich eingecremt hat. Komm, mein Sohn. Komm rein, komm. Mein Sohn. Mir wäre ein Hakenkreuz lieber gewesen als ein Biss. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich. Mensch auch noch so blöd, dass es höher nicht mehr geht. Hat er nur Geld, gilt er der Welt, mehr als mancher Geistesheld. Klingt es noch so paradox, man verzeiht, wenn du ein Ochs. Immer wie heut waren die Leut, Kälbern aus Gold, heut. Money macht froh, Money macht frei, Money macht jeden Monat zum Mai. Money regiert die Welt. Pinke, pinke, pink, Money verschönt alles, was mies, macht uns die Erde zum Paradies. Money allein, nur Geld. Money bringt Glück und Sonne ins Haus. Man hält es ohne Money nicht aus, das hält man nicht aus. Money macht froh, Money macht frei, alles ist da, wo Money dabei. Fehlt es dir Lump, dann Pump. So ein Ehemann zu sein, ist entschieden eine Pein. Fällt einem bloß Geld in den Schoß, ist das Übel nicht so groß. Denn man schickt die Gattin fort, in den fernsten Badeort. Will sie nach Haus, funkt man hinaus, teuerstes Weib bleibt. Money macht froh, Money macht frei, Money macht jeden Monat zum Mai. Money regiert die Welt. Pinke, pinke, pink, Money verschönt alles, was mies, macht uns die Erde zum Paradies. Money allein, nur Geld. Money bringt Glück und Sonne ins Haus. Man hält es ohne Money nicht aus, das hält man nicht aus. Money macht froh, Money macht frei, alles ist da, wo Money dabei. Fehlt es dir Lump, dann Pump.